Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht, noch ein paar kleine Hinweise. Achtung, Achtung, ab sofort könnt ihr das Human Design Fülle Mini Reading, deine Schlüssel zu mehr finanzieller Freiheit, über meinen Etsy Shop buchen, natürlich zusätzlich zu meinen weiteren bestehenden Angeboten. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das anspricht. Wenn ihr sagt, nee, ich will lieber ein persönliches Reading bei der Miriam haben, einen persönlichen Termin, ja, dann findet ihr unten in der Infobox alle meine Human Design Readings, die ich aktuell anbiete. Das Key Reading ist wirklich so ein Rundumblick. Da nehmen wir uns 2 Stunden Zeit für dich, deine energetischen Potenziale, deine energetischen Veranlagungen. Da kommen immer sehr, sehr viele Ahas bei raus. Dann natürlich auch weiterhin das Fülle-Reading, das einstündige Fülle-Reading oder für die, die selbstständig sind und sich und ihr Business analysieren wollen, dann gerne auch das Business-Reading. Und zu guter Letzt für alle die, die bereits ein Human Design Reading hatten, gibt es das Human Design Bestimmungs-Reading, das einfach euch nochmal tiefer in eure energetischen Potenziale eintauchen lässt und wo ihr nochmal mehr für euch rausholen könnt, um in Zukunft die richtigen Schritte zu setzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, falls ihr meinen Zweitkanal noch nicht entdeckt habt, auch der ist unten verlinkt in der Infobox, da ist es gerade ein bisschen ruhiger, weil ich einfach nicht dazu komme, das tut mir echt leid, aber es ist gerade sehr viel los bei mir in meinem Leben. Aber nichtsdestotrotz, das sind ganz viele alte Videos, alte EFT-Mitmach-Videos, Meditationsreisen, ja, schaut da gerne vorbei, ich bin mir sicher, dass ihr auch da fündig werdet. So, jetzt aber zu diesem Video und ich habe jetzt einfach mal wieder etwas sehr Positives gebraucht. Deswegen ein Video zu, welche Wunder erwarten dich. Wir schauen dann auch, vielleicht sind ja Zeithorizonte dabei bei dem einen oder anderen. Wir schauen einfach mal, was uns die Karten heute sagen möchten. Wir haben dazu 4 Stapel. Wir haben Stapel 1 mit diesem großen Schmetterling. Wir haben Stapel 2 mit diesem kleinen Engelchen. Wir haben Stapel 3 mit dem Flamingo. Da ist einfach mal schon rausgeholt, meine Sommerdeko. Und Stapel 4, dieser kleine Schmetterling. Wählt einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel aus und dann schaut unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die euch zu eurem Stapel führt. Ich wünsche euch dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's. So, und wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die diesen großen rosanen Schmetterling gewählt haben. Wir schauen in deine kommenden Wunder. Jetzt muss ich mir meine Ärmel hochmachen, sonst schlagen die Perlen hier immer dagegen. Wir schauen rein. Du hast die Transformation, das ist ja schon mal sehr wundervoll im wahrsten Sinne des Wortes. Mir fällt auch gerade die Zahl 13 ins Auge. Vielleicht kriegst du gerade sehr viele Botschaften über die Zahl 13, über Synchronizitäten mit 1 und 3. Dann hast du einen Monat, genau, ich glaube, ein weiterer Stapel noch hat einen Monat bekommen aus diesen Tea Leaf Karten und zwar den Monat Juni. Dann hast du Pineapple und die Ananas steht für mich immer echt für Krone aufsetzen, steht für mich für Abgrenzung auch total, ja, die ist ja von außen nicht immer so angenehm zum Anfassen. Ich gehe nicht immer auf das, was hier steht, sondern immer auf das, was es auch für mich bedeutet. Dann hast du den Herrscher, Organisation und Logik, Strukturen, Disziplin und Führung. Dann hast du die Heckenrosenfee mit der Liebe, so spannend, weil jetzt kommt wieder die Heckenrose, was ja auch wieder mit Dornen und Schönheit und ne, passt sehr gut zu unserer Ananas, die wir schon hatten hier. Dann hast du die Friedensbewahrerin, lass das Recht haben müssen sein. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Dach noch hinlegen können, das passt gut. Dann hast du Meister Buddha, zunehmende Bewusstheit, tiefe Verbindung, vertraue auf deine innere Stimme. Dann Sophia mit Divine Plan, Wisdom, Intelligence Within und Destiny. Also hier geht es um einen größeren Plan, es geht um die Weisheit, es geht um die Intelligenz auf Zellebene. Ganz stark spannend ist auch hier wieder, dass du hier wieder die Rose hast und es geht um deine Bestimmung. Wow! Und dann aus dem Human Design Kartendeck das Tor 13 mit Erzählung. Du bist der perfekte Zuhörer. Wenn du erzählst, bestärkst du andere Menschen und drückst Selbstliebe, deine Werte und dein authentisches Selbst aus. Lass alte Geschichten los, in denen du dich selbst als Opfer siehst.
Und du hast das Licht, ist das spannend. Ja, und das passt sehr, sehr schön zusammen, weil hier geht es wirklich darum, um einen Lichtwerdungsprozess kriege ich rein bei dir. Ein Prozess, der mit dem Herrscher sehr strukturiert vonstatten geht. Vielleicht fühlst du dich manchmal ein bisschen reingestoßen in diese Transformationsphasen, ja, so ein bisschen, dass so dir ein bisschen ein paar Lektionen wie aufgezwungen werden. Das sind immer so Phasen, wo wir dann nicht mehr davonlaufen können, sondern wo wir uns diesen Themen dann stellen müssen, und du hast die Kraft, du hast die Power dafür. Und das ist auch nochmal diese Geschichte, wo du rausgehen darfst aus Opfergeschichten, ja, wo du hineingehen darfst in deine Schöpferkraft, in deine volle Power. Vielleicht hast du manchmal ein bisschen Angst, dass wenn du dein Licht so rauslässt, dass du dann sehr verletzlich bist. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Es geht darum, wirklich dein Licht strahlen zu lassen und gleichzeitig den höchstmöglichen Schutz zu bekommen. Und sie zeigen mir gerade, spannend, dass ich dieses Bild kriege. Wir waren vor kurzem im Museum, im Naturhistorischen Museum. Und da sind ja lauter so Kristalle drinnen und Steine und was weiß ich was alles. Und diese größten Diamanten, die sind alle in der Wand verankert hinter so einem Panzerglas. Und genau das darfst du dir als Sinnbild mitnehmen für diesen Prozess, der da gerade im Gange ist bei dir. Die größten, lichtvollsten, wertvollsten Dinge kommen immer mit dem größten Schutz und brauchen auch den größten Schutz. Und es ist an der Zeit, den auch einzufordern. Und Schutz muss nicht immer harsch sein, sondern kann sehr liebevoll sein. Ja, du hast ja hier auch diesen Büffel dahinter. Ja? Schutz bekommt man oft ganz stark auch schon durch Präsenz, ja. Und genau das ist bei dir auch so dieses, du musst, und ich sage bewusst musst, du musst diesen Schutz schon auf Zellebene verankern. Genauso wie es bei den Rosen ja auch ist. Die wachsen und die Dornen kommen automatisch mit dazu. Die müssen sich nicht darum kümmern, sondern das ist schon installiert. Und genauso darfst du dir da auch vertrauen, dass dieser Schutzwall schon installiert ist und dass du aber trotzdem, und das ist auch nochmal wichtig, trotz dieses Schutzes deine Wirkung, die du ja haben sollst, für die du ja gekommen bist, nicht verlierst auf andere Menschen, auf diese Welt. Das ist ein Schutz, der keine Mauer ist, sondern der einfach dich vor anderen schützt, aber andere nicht vor dir. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn. Und das ist ja auch so, wenn wir so Buddha und Heilige anschauen, die haben ja schon so eine Aura, wo man einfach ganz ehrfürchtig wird. Und genau darum geht's. Das ist jetzt wirklich so ein Entfaltungsprozess, in dem du drinnen stehst, wo du noch sehr, sehr viele Wunder entdecken wirst. Und deine Wunder liegen aber in dir. Also deine Wunder sind tatsächlich in dir integriert. Und sie zeigen mir, wie so, du hast wie so ganz kleine Rosen in dir drin, die nach und nach einfach aufmachen. Und jede einzelne Rose kommt mit einem einzelnen Geschenk. Und das ist so ein Prozess, wo je mehr du Licht wirst, je mehr du dich dir selbst und deinem eigenen höheren Selbst auch öffnest und die Geschenke in dir entdeckst, weil das ist ja auch die Ananas, die trägt die Süße in sich. Da ist ja alles innen drin, was gut schmeckt, was man haben möchte, ja, in Anführungszeichen. Und du darfst diesem Prozess ganz, ganz stark vertrauen. Und das soll ich dir auch noch sagen, das ist kein Prozess des Tuns, sondern das ist ein Prozess des Seins. Du wirst immer mehr zur Liebe. Und dadurch wirst du immer stärker, und ich bekomme bei dir auch. Und das kann sein, dass das mit dem Juni hier wirklich ein Monat ist, wo das so seinen Höhepunkt erreicht, dieser Prozess. Das ist ein Prozess, der mit Sicherheit noch sehr, sehr viel länger dauert und schon sehr, sehr lange am Gange ist. Aber wo du vielleicht im Juni mal merkst, wow, jetzt spüre ich tatsächlich mal einen richtigen Unterschied. Oder ich sehe jetzt auch einen Unterschied. Es ist jetzt auch im Außen sichtbar. Vielleicht wartest du auch drauf, dass sich im Außen etwas verändert und anpasst an deine innere Veränderung. Dann ist das hier auch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist. Und es geht hier wirklich darum, dass du immer weniger beeinflussbar auch wirst vom Außen, weil du durch deine Schwingung immer mehr Einfluss nehmen kannst auf das Außen. Und in dem Moment bekommt das Grenzen setzen, das ist auf Zellebene verankert, darum musst du dich nicht mehr kümmern. Das ist dann, du gehst in einen Raum rein, du gehst irgendwo hin und es ist egal, ob da drin Licht oder Schatten ist, weil das Licht sowieso mit dir kommt. Und das macht dann keinen Unterschied mehr. Und ich sehe bei dir aber auch ganz stark, und das Lustige ist, dass ich gerade mir auch die Frage stelle, was ist denn das Wunder, dass du
bekommst oder was sind denn die Wunder? Und ich gerade die Antwort gehört habe, dass du das Wunder bist, dass du diejenige bist, die das Wunder ist, die das Wunder verkörpert und in anderen Menschen oder bei anderen Menschen auch Wunder auslösen kann. Wow, so, so schön, weil das ist ja auch der Buddha, wo wir einfach an die Energie andocken und sich bei uns etwas verändert, weil wir in der Präsenz dieser Energie sind. So, 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 so schön. Also hier geht es um ganz, ganz tiefen Frieden in dir, Frieden mit all deinen Geschichten, die du hast, aber trotzdem die Freude an deinen irdischen Geschichten auch, die du gesammelt hast im Laufe deiner Leben, nicht nur in diesem. Und gleichzeitig diese Feier deines eigenen Lichts, das du immer wieder entdeckt hast und das immer mehr geworden ist im Laufe dieser Geschichten. So, so schön, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die dieses Engelchen gewählt haben. Wir schauen in deine kommenden Wunder. Du hast die 8 der Luft. Du hast den Klopp. Someone will try to make you do something against your will. Also jemand versucht, dich dazu zu bringen, etwas zu tun, was du nicht tun willst. Dann hast du auch die Rose, so spannend. Romance ist in the air, also Romantik ist in der Luft. Steht aber für mich auch nochmal, weil das sieht auch hier so aus wie so Stacheln. Und das passt sehr gut ja auch zur Rose. Hatten wir bei Stapel 1 auch schon sehr präsent. Dann hast du den Magier. Du bist bereit, du hast die Ressourcen oder kannst diese manifestieren. Und das Leben ist magisch. Wow. Dann die Dornenhecke mit Unwägbarkeiten. Ist das spannend? Da habe ich nicht gerade von Dornen gesprochen. Hatten wir also, wenn du dich zu Stapel 1 hingezogen gefühlt hast, dann schau dir den auch unbedingt danach noch an. Winter mit kümmere dich um deine Bedürfnisse. Dann hast du Serapis Bay mit Aufstieg. Nähere dich immer mehr deinem wahren Selbst. Erhebe dich über die Dunkelheit und das Licht ist hier. Spannend. Dann hast du We Are Nature, Becoming Grounded, Embodiment, Living in Connection. Also hier geht es um ganz, ganz tiefe Erdung, dich verbinden mit Mutter Erde und ihre Qualitäten auch zu verkörpern, kriege ich auch ganz stark rein. Sehr spannend. Aus dem Human Design Deck das Tor 18. Erwarte auf den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Umstände, bis du dein Wissen darüber, wie die Dinge verändert werden sollten, mit der Welt und den Menschen teilst. Der Sinn der Neuausrichtung ist nicht Recht zu haben, sondern die Kreation von Freude. Spannend. Und Raphael. Wow, also da ist eine ganz, ganz tiefgreifende Heilung bei dir im Gange. Und hier geht es wirklich darum, das Wunder wird sein, dass du Ketten sprengen wirst. Du wirst dich befreien können aus Situationen, die dir vielleicht lange Zeit Probleme bereitet haben. Aus Situationen, wo du dich vielleicht lange nicht befreien konntest, weil du dich schuldig gefühlt hast, weil du dich verantwortlich gefühlt hast. Vielleicht auch Situationen, weil Tor 18 steht auch immer für die Autoritäten, wo du deine Autorität abgegeben hast, wo du aufgrund, das ist immer das Problem mit Autoritäten, wenn wir jemand anderen als Autorität ansehen und nicht selbst in unserer Autorität verankert und geerdet sind, dann neigen wir dazu, den anderen auf einen Scheffel zu stellen. Und das ist ja das, was auch bei diesen gesellschaftlich gängigen Autoritäten passiert, dass wir die auf einen Scheffel stellen und das, was die sagen, für uns so eine enorme Gewichtung hat. Dass wir das über unsere eigenen Gefühle, über unsere eigene Intuition, über das, was wir denken, stellen und uns davon beeinflussen lassen. Und das macht uns ein Stück weit zum Opfer. Das manövriert uns in eine Opferrolle. Und hier geht es darum, dich aus diesen vermeintlichen Unfreiheiten zu befreien, indem du erkennst, das ist kein Prozess, wo du dich im Außen freikämpfst. Darum geht es hier nicht. Es geht hier darum zu erkennen, dass du niemals
abhängig warst von jemand anderem. Das ist die Acht der Luft, ist immer diese Illusion der Abhängigkeit, diese Illusion von ich brauche das aber und ich muss das haben, ich bin davon abhängig, ich kann nicht anders. Wenn man diese Wörter oft sagt, wenn man sich unfrei fühlt, wenn man das Gefühl hat, wir haben gar keine Wahl oder es ist keine faire Wahl, weil die Wahlmöglichkeiten so im Missverhältnis, was die Attraktivität angeht, stehen, dass wir gar nicht wählen wollen, dass wir in eine Richtung gedrängt werden, die wir eigentlich gar nicht möchten. Und es geht hier darum, dich aus dem zu befreien und zu erkennen, auch wie selbstwirksam du bist, dass indem du diese Illusion in dir auflöst, wird sie sich auch im Außen auflösen, weil nur da, wo wir unsere Macht abgeben, schade, also wenn ihr dabei seid bei der Kakaozeremonie zum Thema Selbstermächtigung, das passt perfekt für euch, wenn nicht, vielleicht biete ich nochmal eine an, aber hier geht es wirklich darum zu erkennen, wo gebe ich meine Macht ab und wo hole ich mir meine Macht jetzt zurück. Und manchmal müssen wir unsere Macht vielleicht in zeitweise abgeben, weil es vielleicht Teil unseres Plans ist, weil es uns zu etwas führt, was Teil unseres Plans ist. Aber das ist dann ein ganz bewusstes sich auf diese Situation einlassen mit einem ganz bewussten Plan dahinter. Das ist nicht das Gleiche, als wenn wir uns gefangen fühlen. Und hier geht es auch wirklich darum zu erkennen, dass du alle Ressourcen in dir hast und dass du dir deine Realität erschaffst, dass du der Schöpfer, die Schöpferin bist und dass du von nichts und niemandem abhängig bist. Vielleicht hast du auch, weil wir ja auch die Dornen hier haben, hast du immer so dieses Thema, dass du das Gefühl hast, du musst dich um andere kümmern, du musst für andere da sein, du musst die Verantwortung übernehmen für Themen, wo andere Menschen sich dazu entscheiden, ihre Verantwortung abzugeben. Das ist ein Thema, an dem ich sehr lange gearbeitet habe, weil ich schnell mal die war, die gesagt hat, oh, ich kümmere mich. Und Menschen, dann ziehst du natürlich Menschen an, die gar keine Verantwortung übernehmen wollen, weil das ist ja das Gegenstück zu dem, was du dann bist. Und die brauchen dann solche Menschen wie du, die sich so schnell so verantwortlich fühlen für alles Mögliche. Es kann ein Kindheitsthema sein, war es bei mir auch, wo es wirklich darum geht, sich auch fallen zu lassen. Verantwortung kommt auch meistens mit Schuldgefühlen im Übrigen. Und das alles abzugeben und zu erkennen, dass du für nichts mehr verantwortlich bist als für dich und deine eigenen Bedürfnisse. Und wenn du den Fokus auf diese Verantwortung richtest und dieser gerecht wirst, wirst du erkennen, wie sehr sich dein Leben im Außen wandeln wird. Und da können sich Situationen bei dir lösen, weil wir haben ja auch die Neuausrichtung hier, wir haben den Aufstieg und das ist auch dieses, was ich reinkriege, dieses sich erheben über Dinge, wo man sich lange gefangen gefühlt hat. Und das kann hier wirklich sehr unterschiedlich sein. Das kann für den einen eine lange Beziehung sein, für den nächsten eine Freundschaft, die einfach nicht mehr passt, die länger schon nicht mehr passt. Das kann sein, dass man dass man finanziell sich nicht frei fühlt, dass man da sich einfach eingeschränkt fühlt in der Entscheidungsfreiheit, dass sich hier etwas verändert. Es kann aber auch sein, dass es ein Job ist, wo man sich denkt, boah, ich traue mich nicht zu gehen, weil ich bin hier gefangen. Kommen ja dann auch immer die Glaubenssätze vom Kollektiv, wo man sagt, ja, du kriegst eh nichts anderes mehr und so weiter und so fort. Und hier einfach mutig den eigenen Weg zu gehen. Und der Magier ist mutig, weil er weiß, was er kann, weil er weiß, dass er sich alles erschaffen und manifestieren kann, weil er auch weiß, dass er dem Leben vertrauen kann und weil er weiß, dass selbst wenn Hindernisse auftauchen, das wird egal, in welchem Weg du wählst, es werden immer Hindernisse kommen. Aber erfahrungsgemäß, es sind die Hindernisse, die wir bekommen, wenn wir einen Weg gehen, der nicht nach unserem Seelenplan ist, der nicht unserem höchsten Wohl entsprechend ist, sind die Hindernisse deutlich größer, als wenn es einfach nur Wachstumshindernisse sind auf einem Weg, den wir gehen sollen. Und ich kriege auch ganz stark rein, lass deine Gefühle hier dein Wegweiser sein, die dir hier sehr wohl signalisieren, wo es für dich gut ist und wo es für dich einfach nicht gut ist. Es ist echt so, kriegst so ein bisschen, weil der Wolf auch da ist, so dieses Alpha in dir erwacht, diese absolute Schöpferkraft dehnt sich aus und dehnt sich jetzt auch auf Lebensbereiche aus, die das dringend notwendig haben, dass du dich erhebst, in den Aufstieg kommst und dass du freie Entscheidungen triffst, frei von den Mustern und Konditionierungen der Vergangenheit. So, so schön. Also hier ist eine absolute Heilung drin und das ist echt, wenn sich solche Themen heilen, da machen sich oft so viele Türen auf. Das sind oft die hartnäckigsten Dinge, wenn die gehen,
Da hast du was geschafft, Anja. So, so schön, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3, für alle, die den Flamingo gewählt haben. Wir schauen in deine wundervollen Energien. Du hast die 10 des Wassers, ne? Das fängt ja großartig an. Das schreit ja schon nach Sommersonne, Strand. Dann hast du, ich muss lachen, schau mal, die Sonne, Happiness und Wellbeing. Also hier Glückseligkeit, Wohlergehen. Du hast den Juli, ist das spannend als Monat noch dazu? Also vielleicht hast du ja irgendwas geplant im Juli. Vielleicht auch eine Reise, weil der Buddha auch da ist. Dann der König des Feuers, motivierend, idealistisch, ambitioniert und charismatisch. Fokussieren, fokussieren, fokussieren. Kommuniziere mit Weitsicht und sei ein Anführer. Rat von einer kreativen Person. Wow. Dann die Kristallhöhle mit Vertrauen. Dann den Herbst mit Lass das Alte los und Ruhe aus. Maria Magdalena, die Lehrerin, erwacht. Du hast etwas Wichtiges weiterzugeben. Folge dem inneren Ruf. Lass dich dabei von nichts aufhalten. Dann the Holy Grail, der Heilige Gral. Stop, stop the endless searching inner quest. Also hör auf, ständig zu suchen. Spannend. Kanal zur Quelle, Tor 12. Deine Stimme und Worte haben eine direkte Verbindung zur Quelle. Du stößt Transformation an. Du hast zum richtigen Zeitpunkt den Mut, deine Gefühle und Empfindungen zu teilen. Und zu guter Letzt, die Einzigartigkeit. Ist das spannend? Also bei dir geht es wirklich so, eine alte Haut abzustreifen. Bei dir möchte sehr, sehr viel Dunkelheit aus deinem Leben gehen. Das hatte ich mit der Kristallhülle schon. Und weil jetzt auch die Sonne kommt und auch der König des Feuers, das steht wirklich für sehr, sehr glücksverheißende Zeiten, die dir bevorstehen. So Zeiten, wo du wirklich das Gefühl hast, das Leben ist auf meiner Seite, ich bin im Fluss. Das kann auch hier wirklich für einen finanziellen Glücksfall stehen, der dich erwartet, gerne auch im Juli, weil wir ja schon den Monat hier haben. Die 10 des Wassers, diese absolute Erfüllungsenergie. Kann auch eine Erfüllungsenergie sein, weil du im Einklang mit dir selbst und deinem höheren Selbst agierst. Und gleichzeitig haben sie aber auch diese Botschaft noch für dich, dass du dich gerade noch in der Phase befindest, wo sich sehr viel transformiert, wo vielleicht noch sehr, sehr viel Dunkelheit in deinem Leben ist. Und das ist etwas, das habe ich für mich irgendwann mal so erkannt. Und das war so ein, ja, so eine Riesenveränderung in meinen mentalen Prozessen, weil ich mir immer dachte, boah, da ist aber viel Dunkelheit in der Welt, da ist viel Dunkelheit. Und man sagt ja immer, wo viel Licht ist, ist viel Dunkelheit. Und ich habe das einfach mal umgedreht für mich und habe gesagt, hey, aber wenn ich so viel Dunkelheit sehe, dann muss irgendwo ganz, ganz viel Licht sein. Anders geht das nicht, weil der andere Pol muss auch da sein. Und das hat für mich dann nochmal gedanklich wirklich alles verändert, wo ich gemerkt habe, wow, okay, vielleicht ist es deine Zeit, jetzt zu leuchten, vielleicht ist es deine Zeit, jetzt wirklich dein Licht nach draußen zu kehren und dort für Licht zu sorgen, wo die Dunkelheit geherrscht hat. Vielleicht darfst du aber auch deiner eigenen Dunkelheit nochmal begegnen, damit du dein Licht auch besser zu schätzen weißt und deine Einzigartigkeit. Es wird alles in der Dunkelheit geboren. Und es ist oft so, dass wenn wir zu abgelenkt sind im Außen durch viel Licht, durch viele Ereignisse. Ich denke mal an den Juli im Sommer, wo alles toll ist. Wir sind im Außen unterwegs, das Leben fließt. Wir sind vielleicht im Urlaub, wir sind erfüllt, wir genießen das Leben. Wir sind im Außen, wenn wir das Leben genießen. Und in den dunklen Zeiten ist meistens diese Zeit, wo wir nach innen gehen, wo wir im Inneren nach Antworten suchen oder wo wir uns vielleicht verirren, wo wir vielleicht verzweifelt sind. Und oft ist für mich Dunkelheit immer ein sehr starker Hinweis darauf, dass ich wieder nach drinnen gehen darf. Und das ist für dich auch diese Aufforderung jetzt, dass du diese Zeit, weil wir haben ja noch nicht Sommer und Juli und Sonne, dass du diese Zeit jetzt ganz stark auch nutzt für dich, um Themen zu klären in dir, damit,
wenn das Licht da ist, du das auch vollumfänglich genießen kannst und dich nicht so dunkle Anteile dann zurückziehen. Jetzt ist diese Zeit, diese Dinge nochmal zu klären. Du hast einen unfassbar starken Zugang. Du hast die Lehrerin erwacht, hier nochmal dieser heilige Gral, den wir haben, und den Kanal zur Quelle. Bei dir ist gerade eine Zeit, wo wirklich die Bahn frei ist nach oben, wo du sehr, sehr gut kommunizieren kannst, wo du auch sehr gut manifestieren kannst. Aufpassen, wenn wir manifestieren, weil wenn wir Zeiten haben, wo die Energie sehr hoch schwingt, manifestieren wir auch sehr gut in die falsche Richtung, sehr schnell. Und da muss man echt sich dann noch mal mehr auf das konzentrieren. Und du hast ja auch mit dem König des Feuers dieser Fokus, 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 dass du ganz, ganz stark verbunden bist mit deiner Seele. Und Achtung, viele glauben dann immer, ja, ich muss immer happy sein, ich muss immer glücklich sein, wenn ich manifestiere und mir muss es immer gut gehen. Nein, darum geht es nicht. Beim Manifestieren geht es darum, aus der Angst und aus dem Stress rauszukommen, weil das blockiert das Nervensystem. Und ein dysreguliertes Nervensystem ist einfach nicht sehr gut darin, im Manifestieren, sondern es ist Überlebensmodus. Das blockiert komplett unsere Schöpferkraft und das ist einer der Hauptgründe, warum Manifestationen nicht funktionieren, weil viele versuchen, mit einem dysregulierten Nervensystem zu manifestieren. Aber das ist, da könnte ich ein dreistündiges Video drüber drehen. Aber hier geht es erstmal darum, dass du erkennst, welche Anteile sind in dir gerade aktiv, einfach mal zu erkennen, sie da sein zu lassen, diese Themen anzunehmen, deine Dunkelheit zu umarmen, weil dann kann sie gehen, die möchte ja auch nicht bleiben. Und in dem Moment, wo du das erkennst, wirst du schneller sein in der Manifestation. Das, was Manifestation blockiert, ist dieser innere Widerstand, den wir oft haben gegen unsere Emotionen, gegen die Dinge, von denen wir gelernt haben, dass sie nicht da sein dürfen. Und da stehen wir uns ein Stück weit, uns und unsere Erfüllung ein Stück weit selber im Weg. Es geht darum, diese Themen zu erkennen, sie anzunehmen und dadurch sie zu integrieren in uns. Und in dem Moment, wo sie eine Daseinsberechtigung haben, werden sie leiser. Und hier geht es wirklich darum, dass du auch nochmals, auch ganz, ganz wichtig, weil ich das vorher mit dem Nervensystem gesagt habe, dass du hier in die innere Ruhe kommst, damit deine Ausrichtung klar ist, damit du auch die Botschaften wahrnimmst, damit du auch erkennst, woher kommen denn diese Botschaften. Und ich sage es ja immer wieder in meinen Human Design Readings, ich liebe das ja immer, wenn Leute sagen, ich channel und ich denke mir immer, naja, wen denn und was denn? Ja, weil nur weil etwas oder jemand keinen Körper hat, heißt das ja nicht, dass das gut ist. Das ist immer die Frage, wen channelt jemand? Wen und ist es auch diejenige, der es vorgibt zu sein? Welche Qualität? Und das hat immer ganz viel mit dem Zustand des Mediums auch zu tun. Selbstverständlich ist bei mir ja nicht anders. Meine Aufgabe ist es, wenn ich Privatlegungen mache, wenn ich für den Etsy-Kanal arbeite, muss ich mich vorher erst in einen Zustand der Empfänglichkeit bringen, des Vertrauens in meine eigene Anbindung. Und wenn die stimmt, weiß ich, dass auch nur hochschwingende Botschaften reinkommen. Wenn die Anbindung aber nicht passt, dann ist es problematisch. Und weil sie in dem Zustand brauche ich überhaupt nicht anfangen. Und hier auch damit vielleicht mit deiner eigenen Spiritualität noch mehr zu experimentieren, damit du diese Verbindung auch wahrnimmst in Zeiten, wo du mehr im Außen unterwegs bist. Weil da ist, wenn wir nicht geübt und geschult sind, da verlieren wir sie meistens. Weil da verlieren wir uns im Leben, in den schönen Zeiten des Lebens. Und dann ist es oft so, dass wir keine Zeit haben für die Botschaften oder viele vielleicht auch gar nicht hören wollen, weil wir gerade so aufgehen im Leben und weil wir so verweilen möchten in diesem Zustand. Ja? Und bei dir wartet eine sehr, sehr erfüllende Zeit. Hier können auch sehr, sehr viele Wünsche von dir wahr werden. Sehr viel Reichtumsenergie, auch dieses Wohlergehen hatten wir ja da schon. Und das ist ja noch dieser dicke Buddha, dem ging es gut. Der hat sich's gut gehen lassen im Leben. Der hat das Leben genossen und diese Zeit kommt bei dir. Bereite dich auf diese Zeit dahingehend vor, dass du alles abstreifst, was in dieser Zeit nichts verloren hat und was deiner Einzigartigkeit im Wege steht, auch ganz viel spirituelle Energie. Also hier erwacht wirklich etwas in dir, wo du merkst, sie zeigen mir wie so einen Kanal vom Herzzentrum bis hoch, bis zu deinem höheren Selbst. Und wenn das, diese Verbindung stimmt, bis ins Herz hinein, manche haben es bis zur Kehle, die können es gut aussprechen, aber wenn sich das mit unserer Herzkraft verbindet, das ist auch der Grund, warum ich die Kakaozeremonien mache, wenn die Herzkraft passt, dann ziehst du auch alles in dein Leben, was richtig für dich ist. Das Herzzentrum manifestiert sehr, sehr stark.
Wow, so, so schön, meine Liebe. Ich freue mich voll für euch. So eine sonnige Energie. Kannst gleich den Flamingo energetisch mitnehmen. Ich hoffe, euch hat das Reading gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4. Für alle, die den weißen Schmetterling gewählt haben, Reinheit, Unschuld kriege ich gerade rein. Wir schauen in eure wundervollen Energien, die Königin des Feuers. Dann, Younger Woman, Dealings or Relationship with a younger Woman. Also irgendwelche Verhältnisse mit einer jüngeren Frau. Torch, Spiritual Development, Enlightenment, Awareness and Understanding. Also hier geht es um die spirituelle Weiterentwicklung, um die Erleuchtung, um auch das spirituelle Verständnis. Dann habt ihr die Einheit, traditionelle Standpunkte und Methoden, spirituelle Organisationen, Suche nach Mentoren und gleichgesinnten Freunden. Ich glaube, die hatten wir letztens erst spannend. Dabei arbeite ich mit den Karten so viel. Dann Erdgeist mit Beständigkeit. Der Lord mit Autorität die Führung. Es ist so spannend, weil das ist für mich so ein kollektives Thema, auch gerade dieses Thema Autoritäten. Die Freya mit Phasen und Zyklen. Jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Illusionen werden offenbar und aufgelöst. Ich sehe bei euch wieder eine blonde Frau hier. Spannend. Upsa. Rapture, Sensuality, Love, Devotion, Romance, Ecstasy, Pleasure, Leidenschaft, Romantik, Sinnlichkeit. Dann, Tor 27 mit der Verantwortung. Du kümmerst dich um andere Menschen und nährst sie. Die Kunst ist dabei, anderen genauso zu erlauben, die Verantwortung für ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, damit ein Gleichgewicht entsteht. Und die Aussöhnung. Ist das spannend? Okay, also. Hier kommen ganz viele verschiedene Botschaften. Da gibt es ganz viele verschiedene Szenarien. Also, es kann sein, dass ihr mit einer Person, mit einer weiblichen Person ein Problem habt, ein Problem hattet, dass euch die vielleicht getriggert hat, dass ihr euch die vielleicht immer wieder etwas, ein Muster vorher aufgezeigt hat, dass es einfach, ja, da immer wieder auch vielleicht Konflikte gab. Wo ihr euch gedacht habt, es gibt ja nichts, kostet mich einfach unfassbar viel Kraft. Dann kann es hier zu einer Versöhnung kommen und das ist eine nachhaltige Aussöhnung. Das ist nichts, von wo man sagt, hey, passt schon wieder, morgen geht es wieder im Alten los, sondern das ist eine tiefgreifende Aussöhnung. Ja, das kann hier auch eine Tochter sein, das kann ein im familiären Bereich genauso wie im beruflichen Bereich sein. Für den einen oder anderen ist es auch so, dass vielleicht eine Person euch sich verabschiedet aus eurem Leben. Und das ist aber nichts, was hier negativ ist. Also es ist kein schmerzvoller Abschied, der mir bei euch hier drinnen ist, sondern das ist etwas, was euch sehr viel mehr Energie geben wird mit Tor 27, was Platz machen wird für eine viel nährendere Verbindung, wo ihr. Ja, das mehr auf Gegenseitigkeit beruht, bekomme ich auch rein. Das kann eine Freundschaft sein, es kann ein Partner, eine Partnerin sein. Das kann auch im beruflichen Bereich sein, dass ihr vielleicht einen Chefinnenwechsel habt, einen Chefwechsel habt, da kommt jemand rein, der die für euch einfach viel besser ist. Und es kann ja dann sofort sein, dass vielleicht euch der Job keinen Spaß mehr gemacht hat und ihr euch dachtet, boah, ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und plötzlich kommt eine neue Chefin und ihr blüht total auf. Also auch das ist hier ein mögliches Szenario. Ich kriege hier auch rein für den einen oder anderen, dass es hier um eine Seelenverbindung geht. Eine Verbindung, die euch in eurer Spiritualität sehr stark weiterbringen wird, wo ihr wirklich merkt, hey, wir können zu zweit viel mehr schaffen spirituell als allein. Es kann eine Mentorin auch sein, jemand, der die an eure Seite kommt, wo ihr wirklich an eure Themen rankommt. Und das ist einfach so viel wert, weil. Ich weiß ja selber, dieser ganze Markt, der wimmelt von Schamanen und Coaches und was weiß ich was alles. Aber ich weiß auch, wie das ist, wenn man jemanden braucht und dann ist niemand da, mit dem man so klickt, wo man das Gefühl hat, die Person kann mir helfen. Und gerade diese Bereiche sind ja so verletzlich, da brauchen wir Menschen, bei denen wir uns sicher fühlen, die wir an uns ranlassen wollen. Und
Da geht es ja nicht nur um das, was die tun, sondern Heilung braucht ja immer auch ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und ich sage es immer wieder, meine liebe Pia, sie begleitet mich seit 15 Jahren mittlerweile. Die würde ich für nichts auf der Welt überhergeben. Vielleicht poste ich euch die mal hier, wenn ihr Interesse habt. Sagt gerne Bescheid zu meinem Engel-Medium, die mir schon so viel geholfen hat. Mittlerweile auch eine echte Freundschaft geworden. Und das ist einfach schön, wenn man so jemanden hat, mit dem man so ein bisschen durch dick und dünn gehen kann, wo man merkt, das ist eine Verbindung, die ist da, um zu bleiben. Und das ist nährend. Und das kann ja auch eine Verbindung sein, falls du eine Frau bist, sehr gerne auch, wenn du ein Mann bist. Aber hier schon, ich kriege schon eher weiblich, also Frau im Sinne von Geschlecht, weil ich hier stark kriege, dass diese Person dich ganz stark mit deiner Sinnlichkeit, mit deinen weiblichen Qualitäten verbinden kann. Vielleicht auch ein weibliches Vorbild ist. Viele von uns hatten keine guten weiblichen Vorbilder, ja, oder keine, ich will jetzt nicht gut sagen, das ist immer so wertend, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Einfach eine Weiblichkeit, die nicht toxisch ist, eine Weiblichkeit, die kraftvoll ist. Und es ist so schön, wenn man da einfach Vorbilder findet, wo man sagen kann, ja, so wie die hätte ich es gerne, ja. So ein Vorbild ist ja für mich auch immer eine ganz viel Inspiration, weil ich dann so eine Ahnung davon habe, was es sein könnte, wo es hingehen könnte. Aber hier eine sehr, sehr beständige Verbindung, eine Verbindung, die sehr bereichernd für dich ist, die dich sehr stark in deine Power bringt, die dich auch sehr stark weiterbringen kann. Und sie zeigen mir gerade, wie heißen denn diese Formel 1? Ja, und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass das einfach, dass dich das so viel schneller ans Ziel bringt, als du es alleine gekonnt hättest. Vielleicht mentort ihr auch ja auch gegenseitig, auch das ist möglich, wenn es so eine Verbindung ist, dass da einfach jemand ist, der für euch da ist, der ehrlich zu euch ist, der es ehrlich einfach meint. Es kann ja auch sein, dass es für den einen oder anderen, weil die Königin des Feuers ist auch sehr leidenschaftlich, dass ihr vielleicht da Themen habt, dass ihr nicht so wirklich in eure Leidenschaft kommt, dass ihr so merkt, hey, in Sachen Sexualität bin ich vielleicht auch irgendwie komplett blockiert und ich komme nicht wirklich an meine sexuellen Kräfte dran. Das ist extrem wichtig. Das ist so, 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 so wichtig. Ich weiß, das ist immer noch ein starkes Tabuthema, aber unsere sexuelle Kraft ist die größte, höchste Form der Kraft, die uns zur Verfügung steht. Und das ist auch in Sachen Manifestation, wenn wir die mit einbeziehen, dann hast du den Porsche erwischt oder das Formel-1-Fahrzeug in dem Fall. Und hier geht es wirklich darum, wenn unsere sexuellen Kräfte erwachen, dann schmeißt uns erstmal alles entgegen, was dort gespeichert ist, was nicht so gut ist, ja, was wir loswerden dürfen, um im nächsten Schritt uns dann in eine neue Form der Kraft zu erheben. Und wenn wir aus unserem Sakralzentrum heraus agieren können im Leben, dann sind wir unaufhaltbar energetisch. Also gerade bei uns Frauen, bei Männern natürlich auch, aber gerade bei uns Frauen liegt halt da so viel, da sind noch mehr Blockaden drin als bei Männern. Das ist zumindest mein persönliches Empfinden. Und wenn wir das gelöst haben, da sind wir aber wirklich unaufhaltbar. Deswegen biete ich im Übrigen auch immer die Gebärmutterrituale an, weil die einfach genau da unten aufräumen. Und ich bin da niemand, der sagt, ich schüre jetzt Illusionen. Das ist nicht mit einem Mal getan. Das ist natürlich, und das ist auch das Feedback, gibt es Rieseneffekte und man bekommt eine Idee davon, was das bringen könnte. Aber wenn man das mal regelmäßig macht, da geht's ab, ja. Also da ist ordentlich ein Riesensprung auch möglich. So, so schön, meine Lieben. Also hier geht es wirklich um ein Erwachen der Spiritualität, aber nicht im Kronenzentrum, sondern in den unteren Zentren, weil die sich ausgleichen, weil dort die Schattenthemen, die eure Spiritualität oder eure Anbindung im Oben auch blockieren, die liegen eher unten bei euch, im Sakralbereich, im Wurzelbereich. Dieses sich selber nicht gut nähren, für sich selbst nicht gut da sein. Die eigene Sinnlichkeit nicht spüren können, das Leben nicht genießen können, solche Themen. Und genau da darf eine Aussöhnung stattfinden. Genau diese Themen dürfen sich jetzt verändern. Und das ist das Wunder, weil das ist wirklich ein Wunder, wenn wir plötzlich Zugang zu unserem Genuss und zu unserer Sinnlichkeit und zu unserer absoluten Schöpferkraft und Kreativität haben. Und wenn das nicht nur Lichtblitze sind, sondern wenn das so bleibt, wenn wir konstant darauf Zugriff haben, wenn wir den gerade brauchen und nicht darauf warten müssen, dass uns das zufällig mal passiert. So, so schön, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.